Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf irgendwelchen anderen Kanälen, wo ich das Video eben auch teilen werde, TikTok, Insta und so weiter. Mein Name ist Thomas Klein und wenn du Vertriebsleiter bist oder Inhaber, Geschäftsführer einer Softwarebude, eines IT-Dienstleisters, Dienstleister generell, Agenturinhaber oder natürlich auch, wenn du ein Mitbewerber von mir bist, sprich selber eine Lead-Gen-Agentur hast oder irgendeine Digitalagentur jeglicher Art, wirklich Online-Marketing machst oder Sales-Vertriebsagentur bist und so weiter, dann ist dieses Video für dich ganz richtig. Ich werde heute mal unverblümt Feedback raushauen vom Jahr 2022, welches ich genießen durfte, ja, und mit einigen sehr großen Firmen auch zusammenarbeiten durfte. Und ich habe natürlich, ich selber bin immer wieder dabei, auch neue Kontakte zu knüpfen, um mich auch selber weiterzubilden, sprich Masterminds, Masterclasses etc., was es da draußen so gibt. Und ich habe bis jetzt noch in keinem Mastermind oder Masterclass oder whatever, ja, das es hier in Deutschland gibt, ja, ein Gespräch geführt, wo mir nicht geraten wurde, also mir wurde geraten, möglichst nicht mit Konzernen zusammenzuarbeiten, weil dort wäre alles so kompliziert und bürokratisch und politisch und Compliance und dies und das und jenes. Und das hat mir auch ein bisschen auch zu denken gegeben, weil ich wirklich zu 0% irgendeinen Mastermind-Coach oder sonst jemanden in den letzten Monaten gesprochen habe, der mir geraten hätte, ja, mach die Zielgruppe Konzerne. Konzerne sind gut, ne? Und vielleicht ist es ja genau auch ein Hinweis darauf, dass vielleicht dort, wenn alle auf den Mittelstand gehen oder auf kleinere Unternehmen, dass vielleicht Konzerne generell vielleicht gar nicht so schlecht sind. Ja? Deshalb auch dieses Video und meine Erfahrung möchte ich eben hier ganz unverblümt teilen und transparent aus dem Jahr 2022 und auch 2021, wo ich doch teilweise mit sehr großen Firmen bzw. Tochterfirmen von sehr großen Firmen zusammenarbeiten durfte. Was sind für mich große Firmen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe mit teilweise IT-Dienstleistern zusammengearbeitet, sagen wir mal, die so ab 50 Millionen aufwärts an Umsatz im Jahr machen und so ab, sagen wir mal, 500 bis 1000 Mitarbeiter haben und natürlich darüber hinaus. Ja, also 1000 plus Mitarbeiter, sagen wir mal, oder auch ein bisschen darunter. Und 50 bis 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr und natürlich darüber hinaus. Beziehungsweise diese Firmen wiederum Töchterfirmen sind, also hundertprozentige Töchter von großen Konzernen wie halt ja, BASF, VW und so weiter. Ja. Dann ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die machen zwar ihr eigenes Geschäft, sind aber dann teilweise halt auch in gewissen Bürokratien, Politik, Compliance und Regeln und allen möglichen Kram von diesem Gesamtkonzern natürlich dann auch abhängig. Und das macht das Ganze dann nochmal eine andere, ja, sagen wir so, nochmal eine ganz andere Zusammenarbeit dann, ja. Und was ich halt lernen durfte in diesem Jahr, ist halt, dass wenn du jetzt als Agenturinhaber beziehungsweise jetzt auf dieses Video siehst und bist Vertriebsleiter, ich werde dieses Video auch unter 10 Tipps für Vertriebsleiter oder sowas in der Richtung wahrscheinlich posten, dann bitte aufpassen, denn ich habe wieder einiges dazulernen dürfen in diesem Jahr, beziehungsweise an Erfahrungen sammeln dürfen, die ich davor auch schon gesammelt hatte und die auch nicht immer nur positiv sind, ja. Und ich finde es auch immer ein bisschen schade, dass halt viele irgendwas posten auf Social Media, YouTube und so weiter. Und das ist halt alles nur positive Sachen und ja, the daily business ist halt nicht nur positiv. Es gibt ja einfach immer wieder Fehler. Es gibt ja diesen Spruch, ein reicher Mann ist vor allem reich an Fehlern. Ja, also das heißt, negative Sachen, Fehler, die man gemacht hat oder einfach suboptimale Prozesse und so weiter, die sind ganz, ganz wichtig, dass man die erkennt und dann eben optimiert. Und deswegen gleich mal vorweg, die erste Erfahrung, wo ich ihn gemacht habe, ist, dass desto größer die Firmen werden, desto besser müssten eigentlich die Prozesse sein. Also, man hört ja auch von diesen ganzen Prozesscoaches und Consultancies und was es halt da draußen alles so gibt.
ja, wenn du erstmal 20, 30 Mitarbeiter hast, ne, dann müssen deine Prozesse so und so und das ist alles, dann kannst du dich als Geschäftsführer rausnehmen und bla, bliblub, ja. Ich, in meiner Realität, ich arbeite mit Firmen, die haben weitaus mehr wie 20, 30 Mitarbeiter, wie ich schon eben gesagt habe, teilweise 1000 und mehr. Und das sind aber die Prozesse letztendlich, klar sind da Prozesse, logisch, ne? Aber Kommunikation teilweise intern ist da einfach absolut suboptimal, ja. Also aufgrund der Größe eben genau deswegen. Und da ist schon also ein gewisses Maß an Komplexität, welches meiner Meinung nach die allerwenigsten Firmen da draußen von diesen Größenordnungen, von denen ich gerade erzählt habe, so 500.000 Mitarbeiter und mehr, da wirklich optimal gelöst haben. Ja? Und zum Beispiel, ich möchte jetzt mal schon bei Minute 5 ein ganz konkretes Beispiel raushauen von einem Kunden, mit dem ich dieses letztes Jahr eben, den ich gewonnen habe, Anfang letzten Jahres, also 2022, und wo wir quasi eine Zusammenarbeit angesteuert haben für ein fünfstelliges Budget ungefähr im Monat, ja, für Lead-Generierungsmaßnahmen. Da waren also auch noch ein, zwei Mitarbeiter von mir noch involviert. Und also schon etwas größeres Paket, jetzt nicht so super wahnsinnig groß, aber schon etwas größer. Insgesamt eine sechsstellige Summe umgesetzt, also für mich als Agenturinhaber. Und auf der Gegenseite war es eben so, dass wir dort gewisse Regeln eben auch vertraglich vereinbart hatten, zum Beispiel auch in puncto Kommunikation. Und was waren das jetzt für Regeln? Zum Beispiel der sogenannte Showfix. Ja, und da haben wir einfach gesagt, nur alle eine Woche oder jede Woche oder alle zwei Wochen mindestens findet ein Showfix statt. Und das ist schon mal das Erste, was ich hier gerne an die Tafel schreiben wollen würde. Wir machen das Ganze mal in Orange. So, ich habe das Ganze jetzt mal hier, ich hoffe, der Ton ist auch gut. Ich meine, das Licht, ich war noch nie in diesem Raum hier. Ich bin hier am Königsplatz in München und ich hoffe, dass die Aufnahme ist einigermaßen gut. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Und ich habe das Ganze jetzt mal Kommunikation mit Konzernen, ja, Learnings 2020 mal benannt, so aus dem Stegreif. Ich habe mir keine Skripte, keine Notizen gemacht, einfach so frei aus der Seele raus. Hier habe ich mir mal entschieden, so ein Video einfach zu drehen. Und ich könnte auch sagen, Zusammenarbeit mit Konzernen. Aber letztendlich Zusammenarbeit, das Operative ist häufig gar nicht so das Ausschlaggebende. Es gibt da draußen, ich glaube, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende mittlerweile, die können Lead-Gen, die können Telefonakquise mehr oder minder gut, die können, was weiß ich alles, Google-Ads, Facebook-Ads und LinkedIn-Ads einigermaßen mehr oder weniger gut. Und woran es meistens scheitert, beziehungsweise woran letztendlich der Erfolg, woran es liegt, ob das Ganze erfolgreich wird oder nie, oder weniger oder mehr erfolgreich, sagen wir es mal so. Ja. Also komplett scheitern tut es ja eher selten, auch ja, häufig, weiß ich nicht. Aber es ist eben weder mehr oder weniger erfolgreich, das Ganze. Und es ist letztendlich die Kommunikation. Und hier haben wir einfach zum Beispiel also einen Showfix. Ja. Ich kürze es mal ab, Showfix, ja. Und dann haben wir hier zwei wöchentlich. Oh, vereinbart. Ich glaube sogar, da stand sogar so im Vertrag drin, weil in der Regel ist es so, dass, ich kann mich noch erinnern, als wir den Vertrag verhandelt hatten, ganz am Anfang des Jahres, da habe ich letztendlich mit dem Geschäftsführer kaum gesprochen, sondern mit dem Vertriebsleiter. Und meines damaligen noch nicht Kunden, also den ich gerade dabei war, zu gewinnen, abzuschließen. Und er sagte, und wir werden jetzt aber schon auch dann wöchentliche Reports oder so, wie arbeitest du so, Thomas, mit deiner Agentur und so weiter. Und habe ich dann gesagt, ja klar, also wir machen entweder wöchentliche oder zweiwöchentliche Showfixes.
Je nachdem, wie du möchtest, ja, habe ich dann gesagt. Ich bin meistens per Du mit meinen Kunden, auch wenn es große Firmen sind. Und ja gut, machen wir schon fix wöchentlich, zweiwöchentlich. Und bei einer Laufzeit von, um es einfach zu reden, also die ganze Laufzeit von 10 Monaten, 10 Monate Vertragslaufzeit, insgesamt haben wir ja quasi dann 20 Showfixes, ja. Also alle 14 Tage, das würde dann entsprechen 20 Showfixes. Also letztendlich 20 Termine, das geht dann eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde. So lange ist es wirklich nicht. Also in den seltensten Fällen ist es eine Stunde. Ich glaube, wir haben eine Stunde gesagt, weil dort auch mehrere Leute immer dabei waren. Ja, also es war ein Inside Sales meistens dabei und mit ein bis zwei Vertriebsspezialisten. Ja, ein so ein eher genereller Account Manager, sowas in der Richtung, und der andere war halt so eher so Spezialist für Vertrieb, für bestimmte Produkte und so weiter, ja, SAP und so weiter. Und in dem Fall war es halt so, dass wir das letztendlich mehr oder weniger, für den, sagen wir mal, die ganze Zusammenarbeit wäre jetzt 10 Monate, und dann würden wir uns mindestens diese 20 Mal treffen. Abgesehen von den ganzen anderen Terminen, die wir natürlich haben und so weiter. Darum geht es jetzt nicht. Es geht rein nur um den Showfix-Termin, ja, den wir haben, ja, um uns quasi regelmäßig zu reporten, gegenseitig Feedback zu geben, offen und transparent, unverblümt, damit wir im Kleinen, also wenn Probleme entstehen sollten, und es gibt immer Probleme und Herausforderungen, immer, ja, und besonders in den komplexen, ja, Enterprise Welten, wo ich mich bewege, ja, und auch bei den Kleinen, egal. Und damit wir das quasi so im Keim ersticken können, ja, also wenn ich jetzt ein Problem habe oder ich habe jetzt irgendwie mit irgendwas Stress oder mein Kunde oder der Vertriebler oder der Inside Sales oder der Vertriebsleiter oder was auch immer, dass wir das quasi einmal oder zweimal wöchentlich dort eben reporten können und aus der Welt schaffen können. Und dazu ist halt Folgendes auch wichtig, dass bei größeren Firmen, und darum geht es ja in diesem Video, wo zum Beispiel Vertriebsmannschaften, ich glaube, hier waren allein 16 Vertriebler insgesamt, oder vielleicht waren es sogar noch viel, viel mehr. Ja. Und ich habe primär mit 2, 3, 4 zusammengearbeitet maximal, für den Teilbereich, wo wir quasi Leads gemacht haben und Sales Opportunities. Und wenn es eben diese Größenordnungen sind, dann gibt es mindestens einen Vertriebsleiter. Und jetzt kommt schon der erste Punkt, das erste Learning. Es ist super, super wichtig, und dafür sind diese Showfixes da. Also mit diesen einzelnen Vertrieblern hat man ja auch unter der Woche, je nachdem wie viele Termine es gibt und so weiter, Vertriebsmaterial erzeugen, hin und her schicken und so weiter, Slack, Channel, irgendwas. Aber in dem Showfix, der ja nur einmal in dem Fall alle 14 Tage, eine halbe oder eine Stunde, das ist ja wirklich nicht viel Zeit, muss unbedingt der Vertriebsleiter anwesend sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das Whiteboard in dem Raum hier ist so klein, also das bin ich gar nicht gewöhnt, deswegen muss ich gleich schon wieder mal hier alles weglöschen. Also, ich hoffe, vom Ton her passt es hoffentlich einigermaßen, dass es nicht so ein Widerhall ist hier. Das ist so ein kleiner Raum hier am Königsplatz. Es ist echt ein ganz neues Büro. Okay, also ganz, ganz wichtig, dass der Vertriebsleiter anwesend ist. Weil, und da muss ich jetzt gerade das nochmal weglöschen. Ich mache das mal in blau, ich glaube, dann kann man es besser lesen. Die Hierarchie ist ja so, ich als Dienstleister, also ich bin jetzt quasi sozusagen der Geschäftsführer, der Inhaber der Agentur, ja, hier Agentur, das bin ich. Und ich mache Geschäfte mit dem Geschäftsführer GF des IT-Dienstleisters. In dem Fall, ja, mit den 100 Mitarbeitern.
Und operativ arbeite ich bzw. meine Leute, MA, ja, diese Mitarbeiter arbeiten mit Mitarbeitern, Vertrieblern, Mitarbeiter 2, Mitarbeiter 1, ja, dieses Dienstleisters. Ja, boah, die Tafel ist echt klein. Okay, soweit so gut. Also wir schieben hier Sales-Opportunities rüber und so weiter. Wie wird kommuniziert? Teilweise auf täglicher Basis, teilweise ein paar Mal mehr als wöchentlich, je nachdem, wie viel gerade los ist. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man alle 2 Wochen hier mindestens einmal, wenn nicht der Geschäftsführer, wenn es eine zu große Firma ist, dann ist der wahrscheinlich da jetzt nicht mit eingebunden, sondern der gibt das Ganze, delegiert das Ganze an seinen Vertriebsleiter ab. Oder wenn der Vertriebsleiter, wenn die Firma zu groß ist, dass selbst der Vertriebsleiter für sowas keine Zeit hätte, dann müsste der hier sowas haben wie einen Teamleiter. Ja? Also hier muss eine eisknallharte Sales-Struktur sein, sodass in diesem zweiwöchentlichen Showfix-Termin, ja, Showfix, ich kürze mal mit JF, ja, hier immer auch der Vertriebsleiter mit drin ist. Warum? Weil der ja natürlich die Kontrollfunktion hat. Ich mache das jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie ich es hier noch deutlicher machen soll. Weil das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Hier wird kommuniziert. Das hier, also das hier ist der GF. Der Geschäftsführer des IT-Dienstleisters, die machen, sagen wir mal, 100 Mio. Im Jahr. Riesig, schon recht große Bude. Ja? Für diese hier, für diese große Bude, durch diesen ganzen Rattenschwanz an Hierarchien und Leuten, Mitarbeitern, Sales, Spezialisten, whatever, an der Speerspitze, ja, sitzen meine Mitarbeiter, in dem Fall die Dienstleistung, beziehungsweise die Mitarbeiter, die Inside Sales, die sozusagen die Kaltakquise machen, ja, Telefonakquise, sagen wir mal jetzt halt. Ja, Telefonakquise. Verstehst du, was ich meine? Die hier, die sprechen hier mit dem potenziellen Neukunden. Oh Mann, ist das schon wieder ein Mess hier. Warte mal. So. Oh Gott, also hier komme ich nicht mehr her. Das ist einfach viel zu klein, das Board. Hier. Hier. Kunden, Neukunden. Neukunden. Das ist ja meine Spezialität. Ja? Neukundenakquise. Ist schon klar. Hier liegt die Zukunft des kompletten Unternehmens, ja, was Neukunden, New Cashflow, ja, Bestandskundenakquise und Pflege ist wieder ein komplett anderes Thema. Obwohl man hier auch häufig daran irgendwie kratzt, weil natürlich bei großen Endkunden, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt Audi, VW oder irgendwas akquirieren, dann gibt es da zig Möglichkeiten. Das heißt, es kann ein Bestandskunde sein, aber gleichzeitig machen wir innerhalb von VW auch Neukundengeschäft für ganz andere Bereiche. Also das wird dann immer komplexer und so weiter. Aber jetzt mal ganz kurz, um hier einfach mal auf den Nenner zu kommen in diesem verdammten Video. Meine Leute hier haben direkten Kontakt zu Entscheidern potenzieller Neukunden. Das ist quasi der Doorway, ja, die Speerspitze. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Ja. Teilweise das Gesicht, ja, oder über Telefon, die Stimme, die wir hier raustragen in die weite potenzielle Neukundenwelt. Da wo viele, viele Hunderttausende von Euro Potenzial, ja, viele Millionen von Euro, ja, teilweise sind solche Projekte millionenschwer, Potenzial liegt, ja, hier Euro. Ja, das ist eine extrem wichtige Aufgabe. Das ist eine nicht zu vernachlässigende Komponente des gesamten Unternehmens. Das ist vielleicht sogar eine der wichtigsten überhaupt. Ja, und wenn ich jetzt halt hier Vertriebsleiter bin,
diese Organisation, die hier einen Spezialisten, wie wir es sind, für Neukundenakquise beauftragt haben, für fünfstellige Beträge im Monat, ein ganzes Team vielleicht, 2, 3 Leute oder noch mehr, ja, hier die Stimme zu sein, die an der Speerspitze des kompletten Unternehmens, ja, letztendlich zu sitzen. Ja, nicht zur Gänze, klar, da müssten wir vielleicht 20, 30 Leute hinsitzen, aber auch das habe ich schon mal gemacht für Kunden wie Kaspersky und so weiter, Teams aufgebaut, wo wir dann 16, 17 Leute waren und letztendlich als Agentur die komplette Speerspitze abgebildet haben für ein Unternehmen, das mehrere hundert Millionen Euro Umsatz macht. Und wenn ich jetzt halt hier als Vertriebsleiter es nicht schaffe, hier mindestens einmal alle 2 Wochen für eine Stunde es zeitlich in den Call hier reinzuschaffen, dass hier ein Austausch stattfindet, und zwar ein direkter Austausch von Mitarbeiter der Agentur, der beauftragten Agentur, in dem Fall wir,